Hallo ihr fantastischen Leute da draußen, willkommen zu einem neuen Video und heute möchte ich euch meine Top 5 Retro-Spiele von 2021 vorstellen und dann möchte ich euch jetzt vielleicht fragen, wie ist das denn bitte schön gemeint? Top Retro-Spiele von 2021? Was denn nun? Retro oder von 2021? Und zwar ist es ganz einfach, es ist eine sehr persönliche Liste. Und zwar stelle ich euch die 5 Lieblingsspiele vor, die ich für mich persönlich entdeckt habe. Das heißt, wo ich ein Testvideo gemacht habe, weil wenn ich ein Testvideo mache, dann entdecke ich das Spiel ja in der Regel auch für mich selbst neu und habe natürlich da auch da ein gewisses Bezug zu und feiere das entweder total ab oder sage einfach nur, okay, das Spiel ist jetzt nicht verkehrt, könnt ihr kaufen, müsst ihr aber nicht. Und ja, ich habe mir 5 Stück jetzt herausgesucht, was ich jetzt im letzten Jahr an Videomaterial quasi verarbeitet habe. Und eins kurz vorweg, wenn ihr auch eines dieser Spiele seht und euch denkt, hey, das möchte ich mir gerne kaufen, kann ich euch den Marktplatz von RetroPlace sehr ans Herz legen. Wenn ihr unten in der Beschreibung auf meinen Affiliate-Link klickt, was ist ein Affiliate-Link? Ihr klickt drauf und gelangt zu der Seite und wenn ihr dort was kauft, bekomme ich eine kleine Provision dafür, ihr zahlt aber nicht mehr. Und ich kann euch die Seite RetroPlace und den Marktplatz nur sehr, sehr ans Herz legen. Nutze ich schon seit Jahren, ist sehr, sehr geil. Aber genug der langen Vorrede, Einordnung und Werbung. Kommen wir zum ersten Spiel und das war für mich eine echte Überraschung. Und zwar handelt es sich um Top Ranking Tennis für den Game Boy. Und wie viele andere werdet ihr es, war ich auch so der Meinung, hey, ein Tennisspiel, ein Sportspiel auf den Game Boy, was soll das schon Besonderes sein? Aber das Spiel wurde mir immer wieder von Zuschauern empfohlen, vor allem auch vom Stefan an dieser Stelle viele Grüße an dich. Und es wurde immer total abgefeiert. Und dachte mir irgendwann, okay, gut, ich habe es jetzt billig irgendwo gefunden. Das war auch bei RetroPlace. Kaufst es dir mal, guckst es dir mal an. Es wird halt ein Tennisspiel sein. Ich bin da nicht mit sehr großen Erwartungen reingegangen, wurde aber wirklich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Also die Grundlagen natürlich, ihr spielt Tennis. Klar, bei den Namen. Es ist aber jetzt nicht so unbedingt, dass das hier irgendein Turnier spielt oder ähnliches. Der Einzelspielermodus dreht sich drum, wie der Name schon andeutet, dass ihr die Rangliste von unten nach oben euch erobert. Das heißt, ihr erstellt euch einen Charakter und spielt euch dann vom Platz 100 dann immer weiter hoch gegen stärkere Gegner, schlägt die und rückt dann weiter und so weiter. Könnt ihr euch vorstellen. Gut, so viel also so normal. Das Spielprinzip fühlt sich auch relativ normal an. Ne? Die Ansicht ist für den Game Boy relativ klassisch, von oben hinten, sage ich mal. Die Besonderheit, die das Spiel aber hat, ist, dass ihr da wesentlich mehr Optionen habt als jetzt bei dem klassischen Nintendo Tennis, wo ihr ja, 2 Knöpfe habt, ne? Einmal den Schlag und einmal so etwas den Loop-Schlag und euch mit Steuerkreuz bewegt. Relativ eingeschränkt, aber war natürlich trotzdem sehr, sehr spaßig. Dieses Spiel nimmt noch die Select- und die Start-Taste dazu, um euch noch weitere Schlagoptionen zu bieten. Jetzt mögt ihr zu Recht auch da jetzt erstmal skeptisch sein. Kann das gut funktionieren, wenn ich jetzt im Spiel jetzt noch Select und Start irgendwie bedienen muss? Um Gottes Willen. Aber gute Nachricht. Es ist besser, als ihr vielleicht denken mögt. Ich war auch sehr skeptisch, aber mit so etwas Gewöhnung kommt ihr da schnell rein, diese Tasten auch im Spielfluss zu benutzen. Und dadurch öffnet sich halt so eine ganze Spieltiefe und Spielpalette im Vergleich zu anderen Tennisspielen auf dem System. Und deswegen kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Also wirklich, wenn ihr ein gutes Sportspiel spielen wollt, schaut da mal rein. Lasst euch nicht von den 0815-Namen irgendwie täuschen. Als nächstes habe ich ein Japan-exklusives Spiel und das Spiel habe ich jetzt wirklich schon in einigen Videos ja, ein bisschen angegeben und beim NES-Kommando habe ich beim Gastbeitrag das mal vorgestellt. Dann habe ich auch in das Top viel gut Spiele-Video verwurstet. Deswegen werde ich mich bei dem Spiel jetzt auch relativ kurz halten. Also das Spiel ist Nubo. Das ist ein Spiel aus Japan, auch Japan-exklusiv, hat daher auch nur japanische Schrift, aber ist nicht weiter schlimm. Ihr müsst kein Wort Japanisch verstehen, um das Spiel zu verstehen. Kleiner Fun Fact am Rande, ich weiß, das sage ich auch jedes Mal, dieses Nubo-Maskottchen, ihr seht am Cover, das ist schon so sehr sympathisch gestaltet, das ist das Maskottchen einer Bäckerei in Tokio. Was
Worum geht es in dem Spiel? Das ist im Prinzip eine Art Action-Plattformer-Rätselspiel, wobei Action ist es nicht so sehr. Es ist wirklich so sehr auf viel gut getrimmt. Das heißt, ihr könnt nicht sterben. Ihr müsst keine komplizierten Sprungeinlagen meistern. Ihr seid ein kleiner, knubbeliger, gemütlicher Dude, der da irgendwie rumläuft und eine kleine Rätsel löst. Und auch diese Rätsel, die sind jetzt auch nicht sehr anspruchsvoll gestaltet. Also ihr habt da zum Beispiel einen Hund, der ist bissig, versperrt euch den Weg. Was macht ihr? Ihr findet im Bildschirm davor einen Stock. Den nehmt ihr auf, werft den Stock, der Hund macht, was ein Hund halt so macht, läuft da hinterher und schon ist der Weg frei. Und in dieser Art gestalten sich die meisten Rätsel. Das heißt, auch da wird jetzt euer Kopf nicht sehr, sehr groß gefordert, aber dadurch werdet ihr so super angenehm durch das Spiel getragen. Ihr habt immer eine kleine Herausforderung, ein bisschen was zu tun. Es ist nicht zu kompliziert. Die Musik dudelt freundlich vor sich hin. Die Grafik ist wunderbar sympathisch ansprechend gestaltet, finde ich. Also, da möchte man am liebsten in diese Welt nehmen, umarmen und einfach nur knuddeln. Herrliches Spiel, kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, lasst euch vor dem japanischen Text ja nicht abschrecken. Dann habe ich als nächstes Felix the Cat. Und zwar ist das auch eines der wirklich teureren Module. Also da müsst ihr schon so weit über 50 Euro meistens für hinblättern. Das Spiel ist aber allerdings super. Und zwar ist es ein Lizenzspiel zu einer Lizenz von Felix the Cat. Und diese Figur gibt es schon, ich glaube, seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht auch das war in den 30er Jahren, aber ich glaube, das waren die 20er Jahre. Das heißt, erstmal ist verwunderlich, dass da so ein altes Franchise jetzt irgendwie neu belebt wird. Und zwar in einer Art Plattformer. Ja, es ist natürlich ein Lizenzspiel und auch das kann natürlich sich nicht vor dem Plattformer-Genre irgendwie verstecken. Aber das wurde jetzt ziemlich, ziemlich gut umgesetzt. Also das Spielgefühl ist allgemein sehr, sehr cool und knackig gestaltet. Das heißt, die Levelgestaltung ist wunderbar abwechslungsreich. Die Steuerung, ihr macht immer, was ihr wollt. Und so ein bisschen die Besonderheit ist so das Upgrade-System. Ne? Jeder gute Plattformer hat ein Upgrade-System. Der Mario hat seinen Pilz und seine Blume und so weiter. Und natürlich braucht auch dieses Spiel ein Upgrade-System. Und das geht relativ gut. Und zwar könnt ihr so Zauberperlen, nenne ich es mal, einsammeln. Und dadurch verwandelt ihr euch komplett. Und jede Verwandlung ist wirklich sehr, sehr speziell und hat sehr bestimmte Vor- und Nachteile. Nur zum Beispiel, zuerst verwandelt ihr euch in einen Magier, da schießt ihr mit einem Zauberstab. Ist doch relativ normal. Das geht dann aber, bis ihr zum Schluss in einem Panzer rumfahrt und damit den schießt. Also das ist wirklich richtig, richtig geil aufgemacht. Ein bisschen Nachteil ist, dass ihr diese Zauberkräfte oder diese Power-Ups nur für eine begrenzte Zeit habt. Da läuft dann so quasi ein Timer runter und das klingt jetzt aber alles etwas dramatischer als es ist, weil ich kam zumindest beim normalen Spiel nie in die Verlegenheit, dass ich jetzt wegen einem Timeout meine Fähigkeit verloren habe. Also warum sie das eingebaut haben, weiß ich nicht. Aber es erwartet euch hier wirklich ein sehr, sehr guter, sympathischer Plattformer. Und durch diese verschiedenen Formen kommt da nochmal so viel mehr Charme rein, als wenn es jetzt wirklich so ein 0815er Lizenzspiel wäre. Also wenn ihr wirklich ein gutes Spiel aus diesem Genre gerne spielen möchtet, kann ich euch das wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Wie gesagt, nur großer Nachteil ist, dass es halt relativ teuer ist, aber naja, es gibt ja zur Not auch andere Wege. Ihr solltet auf jeden Fall mal reinspielen, wenn ihr Fans des Genres seid. Und dann haben wir als nächstes Spiel auch eine große Überraschung, eine große Überraschung ist es auch nicht, für die meisten werden schon wissen, dass es gut ist, und zwar Ghostbusters 2. Die Überraschung für mich ist jetzt halt nur, ich war damals ein riesen Ghostbusters-Fan, ich hatte Spielzeug davon, ich hatte so ein Ecto One, ist es glaube ich, ne? Ist Ecto One der Hubschrauber oder das Auto, bin ich mir gerade unsicher. Also ich hatte den Hubschrauber, mein Bruder hatte das Auto, aber ich schweife ab, ich fand Igen immer auch am geilsten und mir ist es damals nämlich komplett entgangen, dass es da auch ein Gameboy-Spiel dazu gab. Ich hätte das nämlich da als Kind definitiv haben wollen, auch wirklich gesuchtet ohne Ende, aber na gut, so war es damals mit der begrenzten Sichtweise, die man da hatte. Ist ein sehr, sehr gutes Spiel, obwohl es ein Lizenzspiel ist. Und zwar ist es so eine Art Top-Down-Action-Adventure. Das heißt, ihr habt eine große Räumlichkeit, das ist so relativ labyrinthartig aufgebaut. Und ihr habt die Besonderheit, ihr spielt nicht nur einen Geisterjäger, sondern zwei. Und die auf einmal. Das heißt, ihr steuert den, der vorangeht, und der andere dackelt hinter euch hinter. Der erste hat, den ihr direkt steuert, der hat dann hier die Protonenkanone und der andere hat dann die Geisterfalle, die man dann per Knopf werfen kann.
Mag jetzt natürlich so ein bisschen sehr seltsam klingen, hat auch hier und da schon mal durchaus Schwächen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr eine Kurve jetzt zu eng zum Beispiel nehmt, dass der andere dann schon mal gerne hängen bleibt. Das ist ja die Computerwegfindung damals war halt nicht so unbedingt die beste und da darf man nicht so viel erwarten. Wenn man aber irgendwie so ungefähr weiß, wie man damit umgehen kann, man bekommt nach einer Zeit definitiv ein Gefühl dafür, dann kann man damit eigentlich ganz gut navigieren. Und euer Ziel ist es halt immer logischerweise alle Geister in einem Level zu fangen. Wie gesagt, zuerst Protonenstrahl fesseln, dann kommt der andere mit der Falle, zack, eingesaugt. Fertig ist die ganze Sache. Und es gibt natürlich noch so hier und da mal kleine Extras, wie das ist in jedem Level ist es ein weiterer Ghostbuster versteckt. Den findet ihr, gibt euch ein kleines Upgrade, wie zum Beispiel kurze Unverwundbarkeit oder irgendein Gerät, dass ihr durch Wände gehen könnt an bestimmten Stellen. Und es gibt natürlich verschiedene Geister, die alle ihre verschiedenen Patterns haben und auch verschiedene Vorgehensweise. Es ist ein wunderbares Spiel, es ist sehr charmant, auch von der Technikseite her aufgemacht. Finde ich einfach nur knuddelig und kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, auch für Leute, die mit Ghostbusters ansonsten nichts anfangen können. Kommen wir zum letzten Spiel und das ist kein Gameboy-Spiel, sondern ein Virtual Boy-Spiel. Ja, und zwar habe ich mir vor etwas über ein Jahr ein Virtual Boy gegönnt. Da gibt es natürlich nicht so viele Spiele für, aber es gibt einige gute Spiele und das hier ist Wario Land für den Virtual Boy. Und jetzt mögt ihr euch sagen, ja toll, kann ich doch eh nicht spielen, da braucht man hier so einen tollen Virtual Boy dazu, der kostet unendlich und das Ding ist ja auch nicht sehr komfortabel zum Spielen. Das muss ich euch wirklich zustimmen, das Ding ist wirklich nicht sehr komfortabel zum Spielen. Aber dieses Spiel könnt ihr auch sehr gut auf dem Emulator spielen. Und zwar hat ja der Virtual Boy ja als großes Feature diesen 3D-Effekt. Der wird in diesem Spiel aber relativ hintergründig irgendwie eingesetzt. Das heißt, in dem Fall ist es immer so, dass ihr verschiedene Ebenen habt, also vorder und links. Das könnt ihr aber auch ganz gut auf einen 2D-Emulator spielen. Das wirklich vorweg. Das heißt, lasst das nicht davon euch abhalten, dass ihr das spielt. Ansonsten ist es halt wirklich ein sehr, sehr gutes Wario Land. Also Wario Land, die Serie auf den Game Boy, war im Vergleich zur Super Mario Land Serie immer so ein bisschen schwerfälliger. Der Wario ist halt so ein bisschen robustere Type, sage ich mal, im Vergleich zu Mario. Hat natürlich auch ganz eigene Eigenschaften. Ihr rammt dann halt eher, habt dann diese verschiedenen Helme. Das ist hier alles wirklich auch mit drin und wirklich spitzenmäßig umgesetzt worden. Also bei dem ersten Mario Land Teil, da bin ich ja nicht so der Fan von. Ich finde die späteren Teile besser, weil die auch so einen teilweise etwas anderen Ansatz haben. Aber das hier, das ist richtig, richtig geil. Und dann gibt es halt noch diesen 3D-Effekt dazu. Wie gesagt, wenn ihr das auf dem Virtual Boy spielt, dann sieht das natürlich etwas besser aus. Aber auf dem Emulator ist das wirklich 1A spielbar. Kleiner Tipp, falls ihr auch eine 3D, also eine Virtual Reality Brille habt, sowas wie Oculus und so weiter, da gibt es mittlerweile auch sogar Virtual Boy Emulatoren, womit ihr dieses 3D-mäßige auch machen könnt. Nur so als kleiner Tipp. Aber wie gesagt, ist ein sehr, sehr gut designtes Wario Land Spiel und das ist so in der breiten Öffentlichkeit ja auch gar nicht so vertreten, logischerweise, weil das System ja damals ziemlich gefloppt ist. Deswegen solltet ihr aber trotzdem wirklich mal reinspielen. Googelt einfach mal Virtual Boy Emulator und dann werdet ihr glücklich damit. Das sind meine 5 Picks aus dem letzten Jahr. Ich hoffe, ich tippe mir dazu. Was habt ihr denn als tolles Retro-Spiel für euch selber entdeckt? Würde mich mal echt interessieren, haut es mal in die Kommentare rein. Ich gucke mir das immer auch gerne mal an, wenn ich das Spiel nicht kennen sollte. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss.